Ja, Shelf Control ist der Bereich, wo wir uns immer halt interessante Werke angucken. Jetzt haben wir quasi von dir schon eine ganze Menge gehört und gesehen und so weiter. Was mir aufgefallen ist dazu, ist dieses, ich erinnere mich noch, weil ich da mich, ich habe dich vorher bei Twitter schon gesehen und wir haben auch beide mal, ich habe mal eine Umfrage gestartet zum Thema so, welche Art von Geschwindigkeit wollt ihr denn so eigentlich haben, wenn ihr die Wahl hättet. Und die hattest du damals netterweise retweetet und dann brach die komplett aus. So. Und dann habe ich dann irgendwann gesehen, dass du dann dieses Buch rausgebracht hast und fand das ganz spannend. Und was ich total geil fand, war, dass es in der FAZ so gut besprochen war. Also zumindest erinnere ich mich an eine Rezension, wo ich gedacht habe, so gerade in diesem sturmgeschütztes Mitte-Extremismus, dass die das zerreißen oder irgendwie versuchen, irgendwie runter. Nee, aber richtig so, dass sie gesagt haben, so ausgewogen und gut argumentiert. Also, wo ich gedacht habe, so, was ist hier denn los? Das war tatsächlich ein Wirtschaftsredakteur, der mir schrieb, ich habe mal wegen Ihres Buches einen Ausflug in den Feuilleton unternommen. Das fand ich halt auch nochmal eine interessante Kombi, dass er Wirtschaftsredakteur war. Du, aber ganz ehrlich, eine der besten Kritiken so für Ricarda und mich in Sachen Anne Will war auch in der FAZ. Also das ist schon. Ist crazy, dass das manchmal eben so kommt, aber Das ist wahrscheinlich habe ich das selber auch ein komisch. bisschen selektive Ja, aber Wahrnehmung. vielleicht haben die auch einfach Vielleicht sind Bock es auf nicht. Veränderung in dem Sinne, weil also dieses, ich würde die FAZ auch als in bestimmten Sachen in der Vergangenheit auf jeden Fall problematisch und konservativ einschätzen, aber wenn ich den Job als Journalistin ernst nehme, und da können wir vielleicht nochmal die Medienklimakrise streifen, weil es gibt nichts Anstrengenderes für mich, immer wieder gerade fast journalistisch tätig werden zu müssen. Also dann werden auch journalistische Maßstäbe auf einmal an mich gesetzt. Und es ist ja für das, was ich tue, gibt es ja einfach keine Job Description, weil ich einfach das so mache, wie ich meine, was gut ist für alle, ne? Aber ich hätte wirklich 30% mehr Zeit für meine Arbeit der Veränderung, wenn ich nicht ständig gegen Fake News und anderes anlaufen müsste, die von beginnend bei Anne Will, dass sie da jetzt Dienstwagenprivileg zu Fahrtenbüchergeschichten machen lässt. Also das sind halt Dinge, die wirklich, da stellen sich Leute auf die Bremse. Und ich selbst habe ja eine journalistische Ausbildung genossen und da hieß es halt keine Nachricht ohne zwei Quellen. Und das würde ja schon helfen. Ja, total. Dieses, was du gerade sagst, dieses, das passt sehr gut. In Episode 2 haben wir mal genau diese medienökonomischen Taktiken auch so, auch im Sinne von Verzögerungstaktiken und so weiter mit beleuchtet. Nämlich dieses so, naja, wenn ich die Leute lange genug beschäftige, dann sind sie mit sowas beschäftigt und können dann ihrer Arbeit dann tatsächlich nicht nachgehen. Wenn wir das irgendwie schaffen würden, das uns besser zu koordinieren, so arbeitsteilig, dann hast du halt eben so ein paar Leute, die das debanken und die anderen können dann das wirklich machen, wird das total helfen. Ich Ja, kenne das oder auch von mir. noch radikaler, das ist ja im Grunde genommen die Forderung des Club of Rome, sozusagen viel härter gegen Desinformation vorzugehen. Also nicht nur bildungsmäßig, sondern wirklich Konsequenzen für Desinformation. Da kann man sagen, einmal, wenn Hupsi Aiwanger einmal daneben greift, okay, ja, aber wenn der halt zum dritten Mal, dann gibt es halt drei Strikes und dann ist halt aber auch raus. So, da müssen wir viel stärker ran, weil es ist eine absolute Verklärung der Gesellschaft zum einen und es ist ein taktisches Element, um Dinge zu verhindern. Und Desinformation ist ein No-Go, sollte für eine Gesellschaft ein No-Go sein. Gerade in einer Wissen- und Ja. Informationsgesellschaft ist es genau das Gift, also es ist wirklich wie Krebs. Und wenn du jetzt mal zurück überlegst, so früher, ne, das war früher was anderes. Der gelogen hat und so weiter, war dann schnell raus, wurde nicht mehr wirklich Ja. ernst genommen und so weiter. So, ne? Frag mal, wie Erich von Däniken sich um den Hals herum fühlt. Und heute kannst du da sitzen und dann irgendwie mit Katja diskutieren, ihr kompletten Scheiß erzählen und wirst beim nächsten Mal wieder eingeladen. Ganz gleich. Und das ist genau das Problem. Wir leisten dadurch, dass es keine sozialen Kosten hat, zu lügen, leisten wir so einen Trumpismus und Postfaktizität Vorschub. Es muss ganz klar sein, dieses so, mit dir rede ich nicht mehr. Fertig. Fertig. Du bist hier, um den Diskurs zu zerstören oder zu derailen. Mit dir rede ich nicht. Du bist für mich kein Debattenbeitragender. Fertig. So, ne? Und dann wäre das alles viel einfacher. Ich kenne das umgekehrt nämlich auch so, weil ich habe mit meiner Arbeit eben auch damit zu tun, dass ich im Prinzip bei ganz vielen Sachen bei Null anfangen muss und erstmal erklären muss für dieses ganze Klimading und dieses ganze planetare Grenzen-Ding und so. Also, das sind Sachen, die mir, der ich mich schon lange damit beschäftige, vollkommen klar sind, aber die in der Gesellschaft, also
fast gar nicht angekommen sind. Und selbst wenn sie angekommen sind, die Konsequenzen nicht wirklich klar sind. Also genau das, was du sagst, wir sind immer noch da dabei und müssen gegen diese Klimamedienkrise oder Medienklimakrise halt immer noch ankämpfen. Ja. Mhm. Letzter Satz noch zur FAZ. Was ich ganz spannend finde, eine der letzten Artikel von Frank Schirmacher, finde ich richtig, richtig geil. Und dann war er leider tot. Aber das beginnt mit, ich glaube, dass die Linke recht hat. Ich glaube, dass Konservatismus irgendwie an sich selber krankt und dass es jetzt uns allen langsam den Wohlstand und das gute, schöne Leben kostet. So, ne? Also er hat wirklich so einen ganz starken Artikel dafür geschrieben, dass irgendwie diese Art von sich die Gesellschaft zu sehen, da zur Beute von Interessen geworden ist und so weiter. Und das finde ich halt irgendwie immer ganz schön, weil das ist nämlich die FAZ, wo ich sie noch gelesen habe. Und dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist jetzt irgendwie, komisch. So, also hat sich irgendwie auch verabschiedet. Vielleicht ist das noch das Erbe von Frank Schirmacher, was dann noch ein bisschen in der FAZ nachwirkt. Man weiß es nicht, genau. Ja, dann, wir haben tatsächlich, also kauft das Buch von Katja. So. Und dann haben wir noch was Zweites dabei. Und das hier, und zwar kann man das jetzt hier sehen, genau, das hier. Anleitung zum Widerspruch. Ist ganz spannend, weil es nämlich viele Sachen von dem aufgreift, was nämlich vorhin unser Kollege im Chat gehabt hat und was Katja gestern auch erzählt hat, nämlich dieses, wie kann man gegen diese ganzen populistischen Narrative ankommen, wie kann man bestimmte, also jetzt geben jetzt keine Standardantworten vor, sondern wie geht man damit um, strukturell? Und auch, um solche Sachen zu debanken. Sei es jetzt irgendwie kurz oder lang oder zwischendurch. Das ist jetzt nicht der super Klassiker für Kommunikation oder für halt irgendwie so Diskurskampf so. Aber man kriegt da, wenn man jetzt selber sagt, das ist mir unangenehm oder ich fühle das nicht so und ich mag das nicht so gerne oder so. Oder ich habe einfach keine Ahnung. So, für die Leute ist das wirklich super. Also wer jetzt irgendwie sagt, ich möchte mich irgendwie aktivistisch umtun oder ich möchte einfach meinem Onkel mal einen mitgeben oder ich habe keinen Bock, dass mein Coworker mir die ganze Zeit da so auf den Keks geht und so weiter. Schau hier mal rein. Das kann tatsächlich helfen, um sich da ein bisschen zu bewaffnen.